Hallo meine lieben Crime Cats und schön, dass ihr wieder mit an Bord seid. Heute geht es um The Good Nurse, den Netflix-Film. Und da möchte ich mal schauen, wie viel Wahrheit ist denn eigentlich in den Film eingeflossen und wie viel nicht. Habt ihr den Film schon gesehen? Wenn nein, dann würde ich euch raten, vielleicht erstmal den Film anzusehen, sonst könnte es eine große Spoilerwarnung jetzt geben. Und auch nochmal eine Triggerwarnung, es geht natürlich um den Mord an Menschen, an Patienten. Ich konnte für dieses Video auf sehr viel Material zurückgreifen. Ich habe mir den Film angeschaut, ich habe mir die Dokumentation Capture Killer Nurse angeguckt und hatte auch viele Interviews zur Verfügung. Auch das selber von Cullen, dieses 60 Minutes Interview. Und ebenso konnte man ja nicht nur das niedergeschriebene Wort, sondern auch das live gesprochene und zudem natürlich auch noch das Buch gut benutzen von dem Charles Graber. Das basiert ja darauf und heißt auch The Good Nurse. Und das konnte ich dann alles verwenden, um den Wahrheitsgehalt für euch zu überprüfen und somit die ultimative Zusammenfassung über den Mörder, den Film und den jetzigen aktuellen Stand der Betroffenen und Cullen zu geben. Ohne dass ihr jetzt das ganze Netz durchforsten müsst, wie ich das immer halt mache, um zu schauen, wie viel Wahrheit ist da drin. Prüfen wir jetzt gemeinsam das Ganze auf Herz und Nieren. Und wenn ihr bis zum Ende durchhaltet, habe ich noch zwei nicht so bekannte Fakten zum Mörder Cullen, aber nette Anekdoten. So, vorab einige Infos zum Film. Der ganz aktuell jetzt rausgekommen ist, ist bei Netflix unser Garant-Sender für True Crime. Immer noch 2022. Ich liebe Netflix und die True Crime-Geschichten dort. Die Rechte des Projekts hat Netflix für 25 Millionen US-Dollar von Lionsgate abgekauft. Bei der Besetzung hat man sich echt nicht lumpen lassen, das habt ihr ja schon gesehen, und hat gleich zwei Oscar-Gewinner besetzt. Und zwar den Eddie Redmayne, der ist ja bekannt aus The Danish Girl, aber auch hat den Oscar auch bekommen für Die Frage der Unendlichkeit als Stephen Hawking. Ganz, ganz toll. Dann die Jessica Chastain. Das ist, ich hoffe, ich spreche alles richtig aus. Das ist eine Oscar-Preisträgerin für ihren aktuellen Film. Hat sie The Eyes of Tammy Faye einen Oscar bekommen. Ist auch so eine Bio, hab mir die aber noch nicht angeguckt, ne? Die ist uns auch schon in verschiedenen unterschiedlichen Rollen ins Auge gesprungen. Sei es jetzt Action-Filme. Also die ist sehr, sehr vielseitig, wandelbar. Und bei beiden habe ich jetzt bis auf The Eyes of Tammy Faye die Filme der beiden Darsteller eigentlich, ja, habt ihr schon gesehen. Und bestimmt hat Netflix drauf gepocht oder gehofft, oder sie hoffen es, dass sie auf jeden Fall wieder eine Oscar-Nominierung bekommen. Und ja, das Drehbuch basiert auf dem Buch The Good Nurse von Charles Graber. Das kann ich nur empfehlen. Es ist nicht nur die Geschichte des Cullen, also des Charles Cullen. Wenn ich immer Cullen sage, dann ist das so, weil ich den so, ich mag den Mann einfach nicht. Und ich möchte den auch nicht zu vermenschlichen. Dafür ist er für mich in meinen Augen nicht so ein toller Mensch. Deswegen sage ich meistens, um es zu differenzieren, Cullen. Also nicht wundern. Charles Cullen ist gemeint, Cullen. Das ist nicht nur so eine Geschichte über ihn halt, sondern ist auch zudem noch eine Kritik an dem Gesundheitssystem und wie man halt mit dem Entdecken von einem Mörder überhaupt umgegangen ist. Er überlässt allerdings wirklich komplett die Schuldfrage dem Leser. Ich fand auch jetzt in der parallel herausgekommenen Dokumentation Capturing a Killer Nurse, da hat er ja auch mit quasi Rede und Antwort gestanden in einem Interview und hat gesagt, das fand ich so treffend, es ist nicht so, dass er nicht erwischt wurde, er wurde immer und immer wieder erwischt. Er wurde nie zur Rechenschaft gezogen, man hat ihn weiterziehen lassen, gute Bewertung gegeben und nach mir die Sintflut, zack, ab ins nächste Krankenhaus. Wir sind denn schon mal los, ne? Also das wird auch da nochmal ganz geschildert, dass in Amerika sind ja auch mehr so Wirtschaftsunternehmen, die Krankenhäuser. Das Buch hat er zusammen mit den Cullen geschrieben, also quasi er stand ihm für Interviews zur Verfügung und er war selber 6 Jahre lang mal Medizinstudent, der Autor, der auch noch Charles heißt. Was für eine Zusammenkunft. Aber er hat ihm halt dahingehend vertraut und er hat 6 Jahre für dieses Buch gebraucht. Man kann es wirklich als ein True-Crime-Krimi bezeichnen. Also wie gesagt, ich kann es sehr empfehlen. Wer möchte, kann das ja zur Ergänzung noch lesen, wenn einem das ganze Konstrukt da so weitergehend interessiert. Zusätzlich hatten
der Regisseur und die ganzen Darsteller auch das riesengroße Glück, wirklich mit vielen Betroffenen reden zu können und dessen Erinnerungen, Gefühle auch dann aufgreifen zu können und mit einfließen zu lassen. Allen voran natürlich auch die Frau, die wirklich dafür gesorgt hat, dass ihr Freund Charlie Kallen zur Strecke gebracht wird. Das ist natürlich die echte Amy. Die stand sofort hinter dem Film, weil es ja auch eine Geschichte von ihr und ihm ist und das Zerbrechen einer Freundschaft, wie sie es auch sagte. Und wurde sofort mit eingebunden, hat sie auch in mehreren Interviews gesagt, dass ihr das Drehbuch gegeben wurde, gefiel ihr etwas nicht, wurde es geändert. Vieles hat sie natürlich auch gesagt, ist okay für sie, dass das angepasst wird, damit es dementsprechend ja authentischer rüberkommt. Mit der gesamten Freundschaft und der gesamten Hintergrundsituation wurde die Geschichte ein bisschen anders erzählt, wegen dem Spannungsbogen. Der Film basiert, wie gesagt, ja auf dem wahren Fall des Massenmörders Charles Kallen, der unglaubliche 16 Jahre lang ungestraft in 9 Kliniken sein Unwesen getrieben hat. Und es wird vermutet unter diesem Aspekt und der Art, wie er halt getötet hat, dass er mehr als 400 Menschen das Leben genommen haben wird, ne? Auch wenn er 2003 nur 45 Patienten gestanden hat, um auch der Todesstrafe zu entgehen. Wir arbeiten das Ganze jetzt mal auf, würde ich sagen, und werfen genauen Blick auf den Mörder Cullen erstmal. Der Charles Cullen, der wurde geboren am 22. Februar 1960 in West Orange, New Jersey. Als jüngstes Kind der Familie, er hatte so 8 Geschwister. Das Ganze war eine irisch-katholische Familie vom Glauben her. Sein Vater war Busfahrer und starb, als er 7 Monate alt war. Ebenso sind 2 seiner Geschwister auch in jüngeren Jahren halt gestorben. Er selbst sagt über seine Kindheit, dass sie total erbärmlich war. Also er hat keine schönen Kindheitserinnerungen. Er wurde halt gemobbt und so versuchte er sich schon im unglaublichen Alter von 9 Jahren das erste Mal das Leben zu nehmen, indem er sich Chemikalien aus dem Schullabor stahl. Das ist übrigens einer von 20, also insgesamt hat er 20 Mal versucht, sich umzubringen und das war der erste Versuch. Leider muss man sagen, die blieben alle erfolglos. So waren ja auch relativ halbherzig immer, weil wäre es nicht so gewesen, hätte man vielleicht ganz, ganz viele Menschenleben retten können. Aber da sieht man halt schon, dass er auch schon in frühen Jahren anfing, psychische Probleme zu haben. In der Dokumentation sagt auch die Amy, dass sie als erstes sofort irgendwie das Gefühl hatte, dass er wahrscheinlich mal gemobbt wurde in der Kindheit, weswegen sie so einen Beschützerinstinkt sofort für ihn hatte und wollte quasi auf ihn aufpassen von Anfang an, so wie das halt so ihre Art ist, ne? Seine Mutter stirbt wirklich, wie im Film berichtet, im Krankenhaus. Also das ist schon mal richtig. Allerdings war er nicht sehr klein, wie er es gesagt hat, sondern er war 17 Jahre alt. Seine Mutter starb bei einem Autounfall, als sie mit der Schwester im Auto unterwegs war. Wir wissen natürlich jetzt nicht, was er der Emmy erzählt hat, ob das so verwendet wurde, weil sie immer dachte, es wäre so passiert und er hat es ihr quasi so erzählt. Das wissen wir nicht, warum das jetzt so verwendet wurde. Aber seine Mutter war wohl auch die einzigste Person, die ihn immer geliebt, gemocht hat, beschützt hat. Und sie war jetzt von heute auf morgen weg und wurde sogar ohne die Erlaubnis von ihm, der Familie, einfach eingeäschert vom Krankenhaus her. Ja, das hat ihn so mitgenommen, dass er dann, er war jetzt im Seniorjahr, dass er sofort irgendwie die Schule abgebrochen hat und ist zu Navy gegangen. Warum die Navy? Das konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Was aber interessant ist, er hat sich strengen psychologischen Untersuchungen in der Navy unterziehen müssen. Sprich, er ist durch alle Tests gekommen, durch die gesamten Untersuchungen und war dann quasi im Dienste der Navy in der Ballistik- und Raketenabteilung an Bord der USS Woodrow Wilson und erreichte dort sogar den Rang zum Bootsmann der 3. Klasse im Operationsteam der Poseidon-Raketenstation. Doch durch sein mental nicht stabiles Wesen ist er halt immer wieder aufgefallen. Zum Beispiel was ganz, ganz Kurioses, der hat sich echt was gestohlen und zum Beispiel aus dem Medizinschrank hat er sich eine grüne Operationskleidung geklaut, eine Maske und Latexhandschuhe und hat so angezogen den gesamten Nachtdienst absolviert. Sehr merkwürdig. Ebenso hat er auch dort mehrfach versucht, sich umzubringen.
Und zwar ganze 7 Mal in seinen 6 Dienstjahren bei der Navy, 7 Mal. Sein letzter Versuch hat dann aber den Bogen überspannt und er wurde dann aus der Navy im März 1984 aus medizinischen Gründen entlassen. Anscheinend hat das aber keiner überprüft, weil jetzt kommen wir zum Start seiner Schwesternkarriere und Ehe. Er besuchte daraufhin die Schwesternschule, die Mountainside Nursing School, und bekam 1987 dort erfolgreich seinen Abschluss. Er war sogar Klassensprecher, also er war da eigentlich sehr beliebt und lernte dort auch seine zukünftige Ehefrau Adrienne Taub kennen und bekam 2 Töchter mit ihr, und zwar die Shauna 1987 und die Saskia 1990. 1993 brach die Ehe aufgrund seines Verhaltens halt auseinander und sie reichte die Scheidung ein, also stimmt die Aussage in dem Film überein. Erzählt sogar ja Amy, dass er seine Töchter nicht oft sehen dürfte, da er in Streit mit seiner Frau wäre. Und die halt Lügen über ihn erzählt, dass er zum Beispiel den Hund gequält hat. Ob er das Amy wirklich so anvertraut hat, wissen wir jetzt nicht. Das ließ man jetzt nicht so durchblicken, inwiefern das da ergänzend gemacht wurde oder erfundenerweise hinzugefügt. Aber dass seine Frau nicht gelogen hat, das wissen wir ja mittlerweile. Weil folgende Grausamkeiten hat sie ihm vorgeworfen. Also ich habe das mal so ein bisschen aufgelistet, damit ihr das, oder liest es jetzt so mal punktartig auf, damit ihr wisst, was er alles sich so geleistet hat, ne? Sie wollte halt verhindern, dass es ein geteiltes Sorgerecht gab. Unter anderem hat sie ihm Misshandlung der Hunde, Einsperren durch Einsperren, Schlagen und Tötung eines Tieres vorgeworfen. Dann hat er Scherzanrufe bei Hinterbliebenen und Bestattungsunternehmen getätigt. Er hat ein bizarres, missbräuchliches Verhalten an den Tag gelegt. Nicht zu vergessen ist der Alkoholmissbrauch und Drogen bei so einer Episode. Hat er doch tatsächlich versucht, sich mal wieder umzubringen. Wie er das gemacht hat, er hat sich eine Schere in den Kopf gesteckt. Ja, es ist natürlich nichts passiert, ne? Also, ins Krankenhaus gekommen, hat mal wieder alles nichts geklappt, ne? Oder vielmehr, was auch immer. Stimmungsschwankungen, aggressive Ausbrüche. Der hat Feuerzeug, Benzin und Getränke anderer gemischt. Der hat nachts einfach Bücher von ihrem Kamin verbrannt oder auch hysterisch gelacht. Die Töchter oder eine Tochter hat er wohl eine, die Aussagen sind unterschiedlich in den Berichten, hat er eine Woche lang allein bei einem Babysitter gelassen und sie selber schätzt ihn als einen von Natur aus gefährlichen Menschen ein. Der Richter hat ihr allerdings nicht so geglaubt, weil nachweislich hat er noch nie ein Familienmitglied verletzt, somit hatte sie das Hauptsorgerecht, aber er ebenso auch alle weiteren Rechte. Die Scheidung war dann am 7. Dezember 1994. Also da war die Frau dann froh, dass sie ihn dann auf gut Deutsch los war. Ja, genau. So. Er hat übrigens auch gesagt, er wollte auch gar nicht mehr als Pfleger arbeiten. Er war quasi gezwungenermaßen dazu, weil er Unterhalt bezahlen musste. Naja, so. Folgendes konnte ich aber noch über die Familie in Erfahrung bringen, und zwar 2003, als das Ganze dann ans Tageslicht kam, wurde natürlich ihr Haus belagert und ganz viele Journalisten waren da und wollten von ihr ein Statement haben. Und das einzige Statement, was sie halt gegeben hat, war, dass man sie und ihre Kinder da rauslassen solle. Sie hat nichts zu sagen und das blieb auch so. Also bei dieser Aussage. Ich denke, sie lebt vielleicht immer noch in Rosella Park. Vielleicht auch hatte sie die Möglichkeit der Namensänderung für sich und ihre Kinder, um sich zu schützen. Ich bin allerdings froh, dass ich nichts gefunden habe, denn das heißt für mich, dass es denen gut geht. Die konnten sich noch, ich sag mal, das ist ein Zeichen für mich, dass ihr Leben wie das vieler anderen nicht komplett durch den Krallen zerstört wurde, ne? Ich meine, das Schicksal hat ja aus denen eine Familie gemacht. Das war jetzt nichts, was man sich aussucht, ne? So, jetzt kommen wir zum nächsten Kapitel. Und zwar geht's weiter zum Start als Krankenpfleger, Serienmörder, die erste Anstellung. Ich werde das Ganze auch nicht zu sehr ausufern lassen und habe kurz dann halt jetzt für uns oder für euch auch den Werdegang zusammengefasst, um zu zeigen, wie instabil halt der Mann war und wann er gemordet hat, um halt so ein besseres Bild zu zeichnen, als das quasi im Film gemacht wurde, leider. Er fing nach der Krankenpflegeausbildung in St. Barnabas Medical Center an im Jahr 1987. Er hat mal in dem Interview zugegeben, also in einem Interview, dass er da schon anfing,
AIDS-Kranke zu töten. Und das mit Insulin. Die Opferhöhe waren 11 Menschen. Das bestätigte er allerdings nie vor den Behörden. Das hat er, wie gesagt, in einem Interview ausgeplappert. Er hat es auch nie offiziell gestanden. Von ihm begangen, der offizielle erste gestandene Mord war 1988, also ein Jahr nach der Geburt seiner ersten Tochter Shauna. Schon gruselig, ne? Es handelte sich um einen Richter, der eine allergische Reaktion auf ein Geringungsmittel hatte. Er gab ihm halt intravenös dieses Mittel, was ihm eigentlich helfen sollte, als Überdosis. In diesem Krankenhaus, dem St. Barnabas Medical, hat er in den 5 Jahren nur für einen Mord quasi gerade gestanden. Er wurde in den 5 Jahren nur für einen Mord verurteilt, was allerdings die Theorie des größten Serienmörders widerstützt, da er auffiel durch Todesfälle und kontaminierte Infusionsbeutel. Also das kann im Leben nicht sein, dass nur ein Mord da stattgefunden hat, ne? Er kündigte dann auch selber 1992, als die Krankenhausleitung halt nachzuforschen begann, wer sich dann an den Insulinbeuteln hätte zu schaffen machen können, weil es, wie gesagt, aufgefallen ist. Er hatte dann eine zweite Anstellung und fing im Warren Hospital an in New Jersey, wo er erneut tötete, 3 ältere Damen, denen verabreichte er eine Überdosis Dioxin. Somit stimmt auch übrigens im Film die Tötungsweise. Er ging so vor mit Insulin oder Digoxin oder beiden. Entweder spritzte er das oder er macht es wirklich halt in die Infusionsbeutel und ließ halt das Schicksal dann entscheiden, ne? Auch um vielleicht ein Alibi zu haben und vorzubauen. Wie auch im Film spielt er quasi russisches Roulette mit der Wahl seiner Opfer. Es hätte ja jeden dann treffen können. Ich wollte jetzt noch mal kurz auf die Mordwaffe eingehen, bevor wir dann weitergehen, dass ihr schon mal so ein Bild davon habt, was das genau ist. Das Tragische ist oder das Groteske, dass das eigentlich alles Medikamente sind, die Leben retten sollen. Bei Digoxin handelt es sich zum Beispiel um ein Herzmedikament, das stark wirkt, das in kleinen Mengen den Herzschlag verlangsamt und in großen zu Rhythmusstörungen halt führt und Herzversorgung zur Folge hat. Insulin, hat man jetzt keine Zuckerkrankheit oder bekommt zu viel, führt das halt zu einem Zuckerschock und einem spiralförmigen Koma und am Ende natürlich auch zum Tod. Epinephrin, ein Medikament zur Behandlung allergischer Reaktionen, hat auch in hohen Mengen die Folge von Herzrhythmusstörungen und den Tod zur Folge, wird in der Doku hervorgehoben, nicht im Film. Da wird es nicht mit eingebracht. Da wird auch die Wirkungsweise eher erklärt. Laut dem Buch von Graeber hat Cullen noch Norepinephrin verwendet. Zusammen mit Epinephrin wirkt das sehr stark auf die Blutgefäße, während das andere Medikament das Herz beeinflusst. Zudem gab der Autor noch im Buch an, dass er Pavulon, ein Muskelrelaxans, ich hoffe, ich spreche es richtig, ein Muskelrelaxans, ja, auch für die Tötung verwendet hat. Das wird übrigens auch mit in die Giftspritze in einigen Bundesstaaten gemischt. Ja, die Beschaffung der Mordwaffe. Wie kam er an die Mittel? Und da kommen wir zu dem Medikamentenausgabensystem, und zwar den Pixies und der Sicherheitslücke, die er gefunden hat. Das stimmt auch mit dem Film überein. Die hat er dann zu seiner Mordwaffe werden lassen, obwohl das System eigentlich ein Überwachungssystem und ein Verfolgungssystem ist, um die Verteilung von Medikamenten zu überprüfen, fand er halt heraus, dass wenn er jetzt eine Bestellung tätigt und das Ganze dann wieder abbricht, sich die Schublade trotzdem öffnet und er ohne Probleme das Medikament dann halt entnehmen kann. Er kann es dann halt sofort wieder stornieren und dann wird es halt nicht erfasst, dass es an ihn ausgegeben wird. Aber schon, dass eine Stornierung da ist, ne? Das wurde schon erfasst, ne? Aber das wird ja auch thematisiert im Film und auch in der Dokumentation, dass eine Stornierung noch keinen richtigen Beweis abliefert. In der Dokumentation sagt die Amy auch, er habe ihr Medikamente halt gegeben, als es ihr nicht gut ging, wie im Film halt auch gezeigt. Aber sie hatte ja auch eine Herzerkrankung, das war korrekt, aber sie hat niemals mitbekommen, wo er die Medikamente hergeholt hat. Sie hat quasi auch das Ganze gar nicht erfragt, ne? Sie hatte halt diese Herzerkrankung, war auf die Anstellung angewiesen als alleinerziehende Mutter, weil wie gesagt, in Amerika ist es nicht üblich, dass man krankenversichert ist. Also hat er sie auch gedeckt, hat Arbeiten für sie übernommen, das stimmt alles. Die Patientendokumentation. Sie war laut der Doku aber nicht dabei, wirklich nie dabei, als er
das Medikament entnahm, das wurde anders dargestellt. Sie hat halt nur wirklich diese ganzen Dinge nie hinterfragt. Als er halt merkte, dass man ihm auf die Schliche kam, wegen der ganzen Stornierung und irgendwie einen Verdacht hatte, nachdem die Beamten mit ihr halt in der Befragung, als sie alleine waren, die Gunst der Stunde wirklich genutzt haben, das ist auch richtig, und ihr halt die Unterlagen gezeigt haben, um ihre Meinung zu hören, indem man ihr allerdings nicht wie im Film die Blutergebnisse, sondern ein Ausgabeprotokoll hingelegt hat. Und wie wir in der Doku erfahren, wusste sie bei all den Stornierungen, dass ihr Freund kein wirklicher Mörder ist und ihr komplettes Bild zerbrach quasi. Also das wurde zum Teil wahr dargestellt, was ich jetzt nicht nachvollziehen kann, weil es ist eigentlich viel spannender und schlüssiger, wie sie es dann gemacht hat. Da kommen wir auch nochmal dazu, dass ich finde, dass der Film dem Ganzen einfach nicht gerecht wird. Ich finde, es hätte eine Serie gemacht werden müssen. Es ist einfach zu kurz gehalten. Weil die Wahrheit ist eigentlich viel interessanter. Sie ist halt hingegangen, hat Kalins Ausgaben überprüft und merkte, dass er auf einmal leichte Schmerzmittel orderte, die eigentlich untypisch waren für die Station. Als sie dann selber diese Medikamente anorderte, merkte sie auf einmal, dass die Medikamente, die zur Tötung immer von ihm genommen waren, genau in den gleichen Schubladen einsortiert waren, wo Paracetamol oder, sagen wir mal, Ibo lag, und dass er somit ohne Aufsehen erregen zu müssen, trotzdem an die Medikamente halt kam zum Töten, ne? Und wie gesagt, die waren quasi als Mordwaffen gelagert mit ganz normalen anderen Medikamenten. Und da sieht man mal, wie perfide dieser Kallen vorgegangen ist. Wie schnell er sich ein neues Konzept überlegt hat, um das nochmal zu ändern. Jetzt kommen wir zur dritten Anstellung in seiner Mörderkarrierenlaufbahn. 1993 nahm er trotzdem, da es keinen richtigen Background-Checks gab, ne, eine Anstellung im Hunterdon Medical Center an. Dort war er 3 Jahre auf der Intensivstation Cardio und wurde 94 sogar als erfahrener Krankenpfleger noch examiniert. Also quasi durch die Erfahrung hochgestuft. Angeblich mordete er da die ersten 2 Jahre überhaupt nicht, laut seiner Aussage. Ach, der schenke ich aber keinen Glauben. Und das Krankenhaus, das hat interessanterweise, nachdem er verhaftet wurde, alle Unterlagen schnell vernichtet, sodass man gar nicht mehr überprüfen kann, wie viele Leute sind reell gestorben in seiner Schicht und für wie viel könnte er verantwortlich sein, ne? Genau wie im Film wurde halt versucht, das überall unter den Teppich zu kehren. In dem Jahr, in dem er da beschäftigt war, im März 1993, brach er übrigens, während er da beschäftigt war, auch bei einer Kollegin ein, als sie mit ihrem jüngeren Sohn schlief, ne? Ohne die beiden zu wecken, hat er sich wohl ans Bett gestellt und die beobachtet. Der war wohl vorher kurz mit ihr ausgegangen und hatte ihr schon nach kurzer Zeit einen Hochzeitsantrag gemacht, den sie aber ablehnte, weil er ihr so komisch vorkam. Und dann hat sie sich halt distanziert, daraufhin hat er wirklich so eine Fixierung auf sie entwickelt. Er begann sie dann zu stalken mit Anrufen, folgte ihr, die Frau verklagte ihn und er bekannte sich dann auch schuldig des Hausfriedensbruchs und bekam aber nur 1 Jahr auf Bewährung. Ebenso war er einmalig vorbestraft wegen Trunkenheit am Steuer. Er begann daraufhin leider einen erneut nicht erfolgreichen Selbstmordversuch. Kann man doch nicht mehr ernst nehmen, ne? Naja, bei dem Wissen, was wir jetzt haben. Er ließ sich dann in einer Anstalt wegen Depressionen behandeln und es folgte, wie könnte es anders sein, 2 erneute Selbstmordversuche. Und dann gab er halt zu, die 91-jährige Frau Helen Dean ermordet zu haben. Er gestand 1996 insgesamt, dass er dort 5 Menschen getötet hat. Aber allerdings gegen Ende der Anstellung. Er sagte ja in den letzten 9 Monaten, dass er davon nicht getötet hat. Und wieder mit Hilfe seines alten Freundes Digoxin und Insulin, also den altbekannten Mordwaffen. Die Anstellung Nummer 4, 1997, fing er im O'Merrill Hospital an in Morristown, Jersey und wurde dort wegen schwacher Leistung entlassen und war 6 Monate ohne Anstellung und zahlte auch in der Zeit keinen Unterhalt. Er hatte zwischenzeitlich im Oktober 1997 erneut versucht, sich Hilfe zu holen und tauchte im Warren Hospital auf und wollte wegen Depressionen behandelt werden. Der brach aber dann allerdings schon wieder die Behandlung ab. Nachbarn erzählten, er hätte ein total bizarres Verhalten an den Tag gelegt. Entweder hat er selbst Gespräche geführt oder hat Katzen auf der Straße gejagt, hat einen Grimassen geschnitten, wenn man nicht hingeschaut hat.
Wir sehen davon im Film leider sehr wenig. Wir sehen nur so ein bisschen von dem komischen Verhalten, als er im Diner ist. Und als er dann mit dem Auto wegfährt, zurückfährt, sehen wir, wie er Selbstgespräche ein wenig führt, sag ich mal. Anstellung Nummer 5 kann dann. Im Februar 1998 wurde er dann vom Liberty Nursing und Rehabilitationszentrum in Allentown, Pennsylvania, angestellt. Dort hat er auf der Beatmungsstation gearbeitet. Im Mai 1998 musste er dann auch Insolvenz anmelden. Er hatte mittlerweile 68.000 Dollar Schulden. Er wurde dann entlassen im Oktober 98, da mit einer Spritze gesehen wurde bei einem Patienten, die dieser nicht benötigte. Gott sei Dank hat man hier frühzeitig reagiert, ihn beobachtet. Die Anstellung Nummer 6, da arbeitete er von November 1998 bis März 1999 im Easton Hospital in Easton, Pennsylvania. Dort brachte er am 30. Dezember einen Patienten um. Trotzdem Blut im Ligozin, also Ligozin im Blut nachgewiesen wurde, konnte man Kallen nicht zweifelsfrei beweisen. Durch den Mangel an Pflegekräften war es kein Problem für ihn, schon wieder Arbeit zu finden. Also stimmte auch der viele Stellenwechsel absolut überein, der im Film angesprochen wurde. Nur gab es halt keine gemeinsame Kollegin, die jetzt beide bekannten, Amy und er. Das war nicht so. Anstellung 7, er fing dann im März 1989 bis April 1999, also ja, März 99 bis April 99 bei der Station für Brandverletzungen an im Valley Hospital Allentown, Pennsylvania. Hier brachte er wieder Patienten um und schaffte es erneut nicht, sich das Leben zu nehmen. Also er hat schon wieder probiert. In dem Buch gab er allerdings an, 4 bis 5 Menschen dort getötet zu haben. Nachgewiesen wurden ihm allerdings nur 2 Opfer, und zwar Matthew Mettern und Stella Danielski. Oh Gott, hoffe ich habe mich richtig ausgesprochen. Anstellung 8, er hörte dann freiwillig auf, wie gesagt, in dem einen Krankenhaus und wechselte jetzt zum St. Lucas Hospital. Auf der Kardiologie in diesen 3 Jahren versuchte er auch mehrfach zu morden, und zwar 13 bis 16 Mal erfolgreich, 2 Mal hatte er wohl keinen Erfolg. Im Januar 2000 unternahm er wieder einmal einen nicht erfolgreichen Selbstmordversuch und dürfte nach einem Tag leider wieder aus der Psychiatrie. Im St. Luke's Hospital wurde er erst nicht verdächtig, bis ein Kollege zufällig unbenutzte Fläschchen im Müllhalt gefunden hat mit Medizin. Sie konnten aber seiner Meinung nach nicht zum Verkauf gestohlen sein, weil es halt ja lebensrettende Sachen eigentlich waren, die nichts einbrachten. Und da gab es dann halt eine Untersuchung, und da kam halt heraus, dass Cullen die Medizin nahm, und der kündigte dann aber selber im Juni 2002. Also neuer Fakt zum Film, auch schon vor Amy haben Kollegen halt ihn auffällig gefunden und sind tätig geworden und haben das Ganze gemeldet. Insgesamt 7 Krankenschwestern sind zusammen zu den Behörden gegangen und haben dort auch angegeben, dass er Patienten tötet und mit Medikamenten umbringt. Argumentiert haben sie das unter anderem damit, dass Kain 20% der Zeit nicht da war auf seiner Station, aber während seiner Arbeitszeit 2 Drittel der Patienten starben. Sehr eindrucksvoll beschreibt das auch die Pat Medlin, die mit den Kain gemeinsam gearbeitet hat in der Doku. Sie erzählt auch, dass sie, nachdem er aus dem Dienst genommen wurde, also quasi nochmal richtig nachgeforscht hat, und da gab es Quatsch, da gab es 67 Todesfälle, und für 40 war Charlie halt zuständig, der Kallen. Durch ihr Bemühen wurde dann auch eine Untersuchung eingeleitet, die aber ohne Anklage endete. Als sie dann später von der Verhaftung erfuhr, war sie richtig wütend, ne? Und entsetzt, dass sie ihn nicht aufhalten konnte und dass ihr keiner zugehört hat. Sie hat aus den Gründen heraus auch 2004 aufgehört, im St. Luke's zu arbeiten, da das Arbeitsverhältnis vergiftet war. Das kann ich absolut verstehen. Sie zog 2008 nach Texas und arbeitete dort als Krankenschwester in Houston, ist mittlerweile leider Witwe, ist Mutter von erwachsenen Kindern und Großmutter. Ich möchte auch jetzt noch mal auf das Verhalten der Krankenhäuser eingehen, bevor ich jetzt weitergehe und mit der Frage, mit der sich auch das Buch beschäftigt oder auseinandersetzt: Warum haben die Krankenhäuser nichts unternommen? Denn offiziell tat dies keins der 9 Krankenhäuser. Im Gegenteil, es wurden gute Referenzen rausgegeben, um das Problem loszuwerden, nämlich den Mörder Cullen. Der Hauptgrund wird gewesen sein, dass in Amerika die Kliniken noch mehr, wie ich schon
gesagt haben, Wirtschaftsunternehmen sind, die ihren Ruf halt schützen mussten. Selbst nach der Verhaftung taten sich mehrere Krankenhäuser zusammen, um offiziell zu verkünden, dass sie nicht für die Morde von dem Kallen verantwortlich seien und nichts gewusst hätten. Wer da noch mehr erfahren will, der sollte wirklich und die Schuld der Krankenhäuser und deren Gesamtsituation besser verstehen will, sollte wirklich noch das Buch lesen oder sich vielleicht auch anhören. Die ehemalige Kollegin Donna Hargraves, die mit ihm und Amy in der Nachtschicht arbeitete, sagte auch, dass sie ja so gut zusammengearbeitet haben, dass man sie eigentlich nur die drei Musketiere der Nachtschicht genannt haben. Und erzählte auch, wie belastend es danach war, zu sehen, was Patienten für eine Angst ausgestanden haben, dass sie nicht lebend aus dem Krankenhaus wiederkommen. Und sie sagten, du bringst mich ja nicht um wie Charlie Cullen seine Patienten. Aber etwas, das ich bedauere, ist auch, dass nicht mehr auf die Geschichte in dem Film von der Donna eingegangen wurde oder sie eingebunden wurde. Aber da kommen wir wieder dazu, dass der Film halt einfach zu kurz war, meiner Meinung nach. Aber was macht sie heute, die Donna? Sie ist verheiratet, ist immer noch eine tolle Krankenschwester aus Leidenschaft und ist immer noch mit Amy befreundet und arbeitet immer noch in dem Krankenhaus. Anstellung 9 und Ende der Karriere als Serienmörder. Leider wurde nichts unternommen und der Todesengel wechselte in seine Gott sei Dank letzte Anstellung ins Somerset Medical Center. Kommen wir nun zu dem Krankenhaus in dem Film. Das ist fiktiv, aber an die Originalklinik angelehnt. Das Somerset Memorial, wo Cullen halt anfing 2002. Die Opfer im Film sind auch fiktiv. Da wollte man die wirklichen Familien schützen und nicht weiter das Ganze so darstellen, dass die Leute traumatisiert werden. Es gab allerdings eine wirkliche Exhumierung, die des Reverends. Also das hat wirklich so stattgefunden. Das sieht man auch nochmal in der Dokumentation, dass dieser Reverend exhumiert wurde, um dann halt auch das Digozin nachzubelegen. Auch wie im Film die Anna Kelly und halt auch, ja, die war auch nur so ein Mittel zum Zweck, genau wie die junge Mutter. Man wollte dem Ganzen noch tiefe, emotionale Tiefe verleihen und somit natürlich auf eine Ebene kommen, wo die Zuschauer ein bisschen mehr mitfühlen und mitfiebern. Es ging halt auch nicht um die Anna und nur die Kelly, sondern um mindestens 13 Opfer. Deshalb, wie gesagt, denke ich aus emotionaler Sicht, die Opfer sind so beschrieben worden und die repräsentieren dann halt die anderen. Es folgten 9 Monate später 4 weitere unnatürliche Todesfälle. Somerset kontaktierte daraufhin das New Jersey Poison Control Center und Dr. Stephen Marcus. Der wies das Krankenhaus an, dem Staat die Vorfälle zu melden, weil seiner Meinung nach ging da was vor sich und die haben Mörder in ihren Reihen. Er wartete auch nicht ab, womit er das dann halt meldete, weil er gemerkt hat, das Krankenhaus interessiert sich nicht dafür. Und dann kamen halt die Beamten Tim Brown und Danny Baldwin auf den Plan und wurden jetzt involviert und mittlerweile gab es schon 5 Todesopfer. Ein 6. kam dann noch während der Ermittlungen dazu. Die Ermittler, die sind auch sehr nah an den realen Detectives angelehnt, wie man auch in der Dokumentation sieht. Sie wurden hinzugezogen, als es schon 5 Todesfälle gab. Sie überprüften Cullen und stellten dann halt fest, dass er im System erfasst worden ist mit einer Vorstrafe und wollten daraufhin mehr über ihn erfahren und kontaktierten die anderen Beamten und erfuhren, dass er auf seiner Akte halt diese Notiz mit dem Vermerk Digoxin beigefügt war. Sie fanden dann heraus, dass dieses Mittel bei einem verstorbenen Patienten nachgewiesen wurde, bei seiner Anstellung davor, und so forschten sie nach, genau wie im Film beschrieben, aber stießen halt nur auf eine Wand des Schweigens. Die gleiche Gegenwehr und Verschlossenheit schlug ihm auch im Somerset wirklich entgegen. Das Risikomanagement im Film von Linda Guerin als Charakter, die sich auch wirklich genauso verhalten hat. Also im Film von Linda Guerin als Charakter vorgestellt, im echten Fall war es Mary Lund, die sich auch wirklich genauso verhalten hat. Auch gab es die wirklich nur 5 Seiten an die Ermittler weiter. Sie selbst verhörte Cullen mehrmals ohne angebliches Ergebnis. Sie verlängerte die Untersuchung nicht nur, sondern die erschwerte auch massiv die Festnahme Cullens. Ist wie im Film auch so in der Realität. Besonders wird auch im Buch darauf hingewiesen, dass sie die Beamten tatsächlich angelogen hat über die Tatsache, dass Pixel
nur 30 Tage aufzeichnet. Das war nicht so. Sie hätten genau nachvollziehen können, dass Kallen es war und wann und was er sich gezogen hat. Da musste erst Emi die Beamten darüber aufklären, dass die ganzen Geschichten nicht nach 30 Tagen gelöscht werden. Wie es ihr geht, konnte ich nicht in Erfahrung bringen, jedoch hoffe ich, sie denkt im Nachhinein darüber nach, dass sie halt einem Serienkiller geholfen hat, weiter zu morden. Für mich wäre sowas unvorstellbar, ganz, ganz ehrlich. Auch ist es korrekt, dass Kallen wegen seiner falschen Angaben eines Monates in der Bewerbung von ihr entlassen worden ist, um halt ihn als Problem loszuwerden. Also man hatte extra abgewartet, dass es nicht so ist, dass man sagen kann, ja, hier, die wissen was. Also die Beamten waren schon weg und er ist dann erst entlassen worden. Also nicht, es war auch nicht so, dass er dann nach Hause gefahren ist zu der Emi. Da muss man zu sagen, die hatten gar nicht so eine Beziehung wie in dem Film. Die waren gar nicht so eng befreundet. Die waren sehr gut befreundet, ja. Sie hat ihn auch in dem Interview ihren Arbeitsehemann bezeichnet. Aber er hat nie auf die Kinder aufgepasst. Und wenn sind die ausgegangen? Sie hat einen Babysitter genommen. Sie war ja auch sehr krank zu dem Zeitpunkt. Also dem ist nicht so. Er hat auch nicht bei ihr zu Hause rumgelungert nach der Kündigung und das ist nicht so. Also Emi half dann auch der Polizei, indem sie, nachdem er ihr dann mitgeteilt hat, am Telefon erst gekündigt, hat sie ihn dann noch so aufgebaut und gesagt, du kriegst schon wieder eine Anstellung, ne? Sie hat auch der Polizei geholfen, indem sie die ganzen Ausdrücke halt auch aus dem System geholt hat, dem Medikamentenerfassungssystem, und somit dann auch feststellen konnte, in was für einer Menge er das entnommen hat oder storniert hat. In dem Buch sagen die Ermittler Emi, dass sie sicher sind, dass er Patienten halt ermordet. Und Emi ist halt sofort bereit und wie gesagt, ging die Aufzeichnung von Kallen im Center durch. Das System zeichnet die Patientenakten und Aktivitäten auf. Und da sah sie auch, dass er sich Patienten angesehen hat, die nicht seine waren. Und sie mehrfach überprüfte nachts, um auch halt zu sehen, wann der tödliche Cocktail seine Wirkung entfaltet. Emi hatte, wie gesagt, die ganze Zeit die Freundschaft aufrechterhalten, um der Polizei zu helfen. Das ist komplett korrekt im Film dargestellt. Auch, dass sie sich hat verkabeln lassen und in einen Diner gesetzt, um ihm ein Geständnis zu entlocken. Aber auch, dass ihr Herz sehr stark schlug, weil sie ja natürlich in einer Ausnahmesituation war, aber gestand halt nicht. Er sagte mehrfach, ich kann nicht und ging. Obwohl sie nicht genug hatten, kein Geständnis, haben sie ihn dann in der Pflegerkleidung festgenommen. Er hatte ja schon bereits wieder eine neue Anstellung. Leider sagte er aber nichts, was die Beamten wirklich halt in die Ecke drängte, weil er konnte ja nicht so lange behalten werden. Also musste Emi nochmal, wie im Film beschrieben, auch ein letztes Mal stark sein. Und tatsächlich gelang es ihr dann auch, ein Geständnis zu erhalten. Zudem konnte er sich tatsächlich kaum an Namen erinnern, ist auch ein Fakt. Oder will sich nicht erinnern. Emi heute, sie hatte ihre Herzoperation und ist gesund, wie man auch in den Bildern sieht, ist glücklich. Sie besuchte Kallen noch einmal, um sich von ihrem Freund, wie sie sagt, zu verabschieden. Denn der Mann im Gefängnis, das war nicht mehr ihr Freund Charlie, das war einfach nur noch der Mörder Kallen. So differenzierte sie sich davon. Aber schaut euch ruhig die Dokumentation an oder die vielen Interviews, wenn ihr da noch mal mehr gehen zu erfahren möchtet oder sehen wollt. Die Verurteilung, Kallen wurde dann am 2. März 2006 zu 11-mal lebenslang verurteilt und der 62-Jährige befindet sich immer noch im Gefängnis in Jersey und ja, Todesstrafe ist er ja entgangen. Das Motiv, das hat er nie wirklich benannt. Er hat zwar versucht, die Gnadenkarte auszuspielen, indem er sagt, er wollte die ja eigentlich erlösen von ihren Schmerzen. Das ist aber lächerlich, weil viele waren auf dem Weg der Besserung. Bei einigen erinnert er sich noch nicht mal an den Namen. Und zudem hat es auch manchmal Leute getroffen, wo er gar nicht vorab wusste, dass sie den Infusionsbeutel kriegen. Ist kein geisteskrank, das hat man natürlich versucht herauszufinden, aber auch der Autor beschreibt ihn eher als Narzisst und jemand, der sich immer als Opfer gesehen hat. Das ist so. Allerdings ist er jetzt nicht, also es scheint kein Soziopath zu sein, weil es tat ihm auch leid und er hat auch gesagt, dass er die Taten bedauert. Das einzig Gute, was es jetzt zur Folge hatte, war das Kallengesetz. Und das Kallengesetz, das heißt, hatte halt Auswirkungen auf die Gesetzgebung. Kallen war es im Laufe der Jahre leicht möglich, sich von einer Einrichtung zur nächsten zu begeben, ohne dabei aufzufallen. Experten behaupten, dies hätte an den fehlenden Meldepflichten
und den unzureichenden gesetzlichen Schutz der Arbeitgeber gelegen, auch meine Meinung. Wie die meisten anderen Staaten auch verlangten New Jersey und Pennsylvania von den Gesundheitseinrichtungen Berichte über verdächtige Todesfälle nur in äußerst außergewöhnlichen Fällen. Zudem waren die Strafen für das Versäumnis eines solchen Rapports unbedeutend. Viele Staaten erlaubten es den Arbeitgebern außerdem nicht, Nachforschungen darüber anzustellen, wo Bewerber zuvor gearbeitet hatten. Daher untersuchten die Arbeitgeber die Vorgeschichte ihrer Angestellten nicht, denn sie fürchteten einen schlechten Ruf und rechtliche Konsequenzen. Direkt nach Bekanntwerden des Cullen-Falls verabschiedeten 37 Staaten, darunter auch Pennsylvania, New Jersey, neue Gesetze, die die Arbeitgeber dazu ermutigen sollen, ihre Angestellten ehrliche Beurteilungen auszustellen. Diese Zeugen schützen den Arbeitgeber, sofern sie wahrheitsgemäß verfasst werden. Viele weitere Gesetze, die in den Jahren 2004 und 2005 erlassen wurden, bestärkten zusätzlich die Berichtsverpflichtung, also verstärkten die der Gesundheitseinrichtung. Außerdem wurde der gesetzliche Schutz für die Einrichtung erweitert, welche unzureichende Patientenpflege durch ihr Personal meldete. Lizenzierte Angestellte im Gesundheitswesen, wie beispielsweise der staatlich anerkannte Krankenpfleger Charles Cullen, mussten seither Untersuchungen eines eventuell kriminellen Hintergrunds zulassen und auf eigene Kosten ihre Fingerabdrücke hinterlegen. Zwei nicht so bekannte Facts wollte ich euch noch mitteilen. Das ist jetzt die Belohnung dafür, dass ihr bis zum Ende da geblieben seid. Und zwar ist es so, deswegen sagt man auch, dass er nicht so ein Soziopath ist. Er hat während der Verhandlungen darauf bestanden, eine Niere einem Verwandten, einer Ex-Freundin zu spenden und wollte auch nicht weiter aussagen, wenn er das nicht machen dürfte. Also das war ihm schon wichtig, da noch ein Leben zu retten. Und ebenso hat er den Richter verspottet während der Verhandlung, indem er mehrfach halt gesagt hat, ihr müsst zurücktreten, euer Ehren, ihr müsst zurücktreten, euer Ehren. Er wurde daraufhin auch geknebelt und er wurde daraufhin auch niedergestreckt. Das hat nichts gebracht, er hat absolut weitergemacht. Also das sind so die zwei Fakten, die ich da noch für euch habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit mir und ihr schaut auch die nächsten Videos von mir. Gebt mir vielleicht ein Like und ein Abo, das würde mich total freuen. Vielen Dank an meine ganzen 8 Abonnenten. Vielen lieben Dank, dass ihr an mich glaubt und für die Zeit. Und habt ihr Kritik, äußert es in den Kommentaren oder Ergänzungen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Fall und bleibt schön gesund, macht's gut, eure Crime Cats, tschüss, tschüss.